Hallo. Schönen Abend. Ja, ich mache weiter mit den Sachen aus Teddy, die ich mit 30% Rabatt gekauft habe. Ja, diesmal ist mir aus der Nähzeugabteilung habe ich so ein steht Overlock Nähgarn. Ich habe kein Overlock-Gerät, aber dachte ich, ja, man kann ja immer Garn gebrauchen. Diese Farben gab es für 1,55 und dann eben mit 30%, ja, kommt 1,10 oder 1,5 raus, ne, so ungefähr. Ja, das ist, was ich bekommen habe. Grau, weiß, grün und so ein rosa Ton, ne? Sind 1500 Meter drin. Finde ich echt gut, ne? Ja, kann liegen. Zwischendurch, ich nähe so viel nicht, aber schon. Dann habe ich schwarz und weiß nochmal. Dazu auch noch diese 3x 330 Meter. Hier, ne? Das dann ist 1 Euro, dann heißt 70 Cent pro Pack. Dann Nähnadelset. Und da ist alles Mögliche drin. Sogar ganz feine. Sind so zum Sticken, glaube ich, ne? Und diese Nadeln und solche. Sogar Fädelhilfe. Ja, so 1, 2 Euro. Und dann eben minus 60 Cent, 1,40. Ja. Das dann, auch dieses Set habe ich diesmal mir mitgenommen. Naht auf drin Set 1 Euro, eben 70 Cent, ne? So, dann noch dieses, guck mal, da ist echt schön, ne? Sind eine größere Palette dabei, farblich auch eben 10 mal 300 Meter, ist auch schön, ne? Das da. So, dann habe ich noch so ein Set entdeckt, 1,55, und ja, dann kostet es 1,10 so und circa, ne, dachte ich, okay, weil da ist diese dickere Kugel dabei, damit kann man auch prägen, auch die anderen, ne? Ja, ich habe ja schon mehr mal geholt, aber ist okay, man kann Ersatz auch immer gebrauchen. So, dann ja, ich habe mir noch von den Schablonen, Stencil-Schablonen noch drei Sets mitgenommen. Hier zwei Stück sind es hier, auch hier 70 Cent kommt raus. Ich dachte, ja, ist okay. Dazu. Und was ich entdeckt habe, war uns endlich mal transparent Papier A4 von Einhorn. Sind 110 Grammatur, 30 Blatt. Ne? Da steht es, 3 Euro kostet das und eben dann minus 90 Cent heißt es ja. Ja, 2,10 Euro pro Pack. Und das ist Pergamentpapier, ne? Guck mal. Und eine gute Stärke. Dachte ich, wow. Weil ich hatte länger schon danach geguckt. Aber nee, kam bei uns nie an. Und diesmal dachte ich, das sieht so aus, weil da lag noch so ein anderes Transparentpapier, ne, so Laternen basteln und sowas, ne. Und das ist ja wow, ne, für den Preis Pergamentpapier, ne? Echt schön. Vellum eben, ne.
habe ich mich gefreut, auch noch in der Rabattwoche. Da dachte ich, das ist doch der Hammer. So, umgebaut. So, diesmal habe ich mir auch von denen noch diese Kordel. Sind 5 Farben. Und ich finde die echt der Hammer. Sind die 1,55 und eben knapp über 1 Euro, 1,10 so ungefähr würde es sein. Mit Rabatt habe ich 5 Farben mitgenommen, 2 Meter je, 20 Meter, ist ja eine Menge, ne? Und das sind dann glänzende, richtig so Lyrex-Fäden, ne? Da auch Silber, ne? Es hat alles so ein Glitzer in sich. Ist auch so noch so ein grüner. Ja, könnt ihr bestimmt. Und so eins auch noch. 1 Euro in der Weihnachtsabteilung. Ist auch so ein Fäden, also so ein Faden mit so ein wuscheliges. Ja, dachte ich, da kann man ja was einwickeln oder mal schauen. Sind 40 Meter, 25 Gramm, ja, ne, sowas. Dann habe ich noch auch Servietten mir genommen, dachte ich, ja, nehme ich mal, süß, ne, dann dieses auch, anders, die 3 sind 1 Euro, dann eben 70 Cent, ne, der ist auch so süß, durfte mit, und diese auch. Gefällt mir sehr, ne? Guck mal. Ja, die 3 eben dann statt 1,70 Euro sind. Und das habe ich noch mitgenommen. Dachte ich, ja, auch so lustig. 1,55 dann eben knapp über 1 Euro. 3-lagig, 12 Stück. So, das dann. Und dann habe ich noch so einen solchen langen Streifen, verschiedene Farben entdeckt, hellblau, so ein lila, rosa, und da habe ich, das sind so Halbperlen, kleine, ne? Davon habe ich hier 2 genommen, dachte ich, das ist ja immer so ein Allrounder und irisierende, ne? Auch 2-mal. Und einmal in Schwarz. Ja, ohne Brille scheint, das sind kleine, aber aber doch, die Größe ist okay. Eben dann alles 1 Euro, ja, 70 Cent dann mit Rabatt, ne? Das dann. Ja, okay, das war's dann. Habe ich geshoppt. Noch ein paar Sachen habe ich liegen, das zeige ich dann noch demnächst. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst, tschüssi.